Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es geht in der Gesetzesvorlage um einen mikroinvasiven Eingriff in die Verteilung der Umsatzsteuer zwischen Bund und Ländern. Regelhaft erfolgt dies im Verhältnis von 52 zu 45%, die hinter dem Komma stellen mal weggelassen. Verteilt werden im Jahr 2024 306 Milliarden Euro. Durch eine Reihe von Spezialregelungen werden dem Bund in diesem Jahr rund 11 Milliarden von dem ihm zustehenden Anteil von 161 Milliarden abgezogen und dem Länderanteil zugeschlagen. Der wesentliche Inhalt der Reformnovelle, die wir behandeln, ist nun, für das Jahr 2024 dem Bund weitere 600 Millionen von seinem Anteil zugunsten der Länder abzuziehen. In den Jahren von 25 bis 28 sollen je 100 Millionen und eben waren es auch 600 Millionen dem Bund abgezogen und dem Länderanteil zugeschlagen werden. Es handelt sich für 24, meine Damen und Herren, um 0,2 und danach um 0,03% der Verteilungsmasse. Apropos Milliarden, verehrter Kollege Otto Fricke. Es stellt sich daher die Frage, worin der Sinn dieser ganzen Aktion überhaupt bestehen soll. Der Erläuterung ist zu nehmen, dass die 500 Millionen in 24 die Länder und Kommunen bei der Bewältigung der Fluchtmigration, wie es heißt, unterstützen sollen und je 100 Millionen von 24 bis 28 die Länder bei der von ihm beauftragten Wärmeplanung. Man mag das mal dividieren durch die Zahl der Kommunen, das sind 11.000, da kommt 9.000 Taler pro Kommune heraus, da machen sie Wärmeplanung. Die Sinnfrage, meine sehr verehrten Damen und Herren, lenkt den Blick aufs große Ganze. Im Jahr 2023 hat der Bund 27,6 Milliarden Euro für Migration veranschlagt, erstaunlicherweise für 24 nur 21 Milliarden und für 25 nur 17,4, also 10 Milliarden weniger als zwei Jahre zuvor. Erstaunlich, weil 2023 352.000 Flüchtlingsmigranten und im ersten Tertial 24 bereits 92.000 nach Deutschland gekommen sind, was auf etwa 300.000 für dieses Jahr herausläuft, die größten Jahreszahlen seit 2015 und 16. Und dies, obwohl sich die damaligen Ereignisse, wie vielfach beschworen, nie mehr wiederholen sollten. Zur Struktur der Migration teilt die Bundesregierung mit, zum einen, Wortzitat mit der Erlaubnis der Präsidenten, kommen Menschen, weil sie vor Krieg fliehen, zum anderen, weil sie sich in Europa ein besseres Leben wünschen. Zitat Ende. Eine interessante Erkenntnis des Spitzengesprächs der Bundesregierung mit den Länderchefs im vergangenen November. Die jährlichen Gesamtkosten der Migration, also die des Bundes, der Länder und der Kommunen, werden mit hoher Sicherheit über 50 Milliarden liegen. Dieses Geld hat Deutschland jedoch nicht, weshalb die Staatsschulden mit NGU und ehrlich gerechneten anderen zusätzlichen Schulden auf 3 Billionen zulaufen. Wer eine solche Politik betreibt, ich komme sofort zum Ende, Frau Präsidentin, hat nicht das Recht, sich über den Mangel an Staatsgeld zu beklagen und die Bürger in Haftung zu nehmen. Die im Gesetzesvorschlag beabsichtigte Verschiebung von einigen 100 Millionen zwischen Bund und Ländern ist noch nicht einmal von symbolischem Wert. Herzlichen Dank.